Zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Dusche gehen. Was ist unter meiner Dusche? Und zwar Nummer 2. Falls ihr das erste davon verpasst habt, schaut da gerne mal rein. Ich habe ja früher immer so What's in my shower gedreht. Also quasi, ich habe jedes Mal, wenn ich geduscht habe, abgefilmt, was habe ich verwendet. Jetzt zeige ich euch immer mal wieder, so einmal im Monat, einmal in 2 Monaten, was ich einfach aktuell unter meiner Dusche stehen habe, was aktuell regelmäßig verwendet wird. Und ich starte hier jetzt einfach mal durch. Ich habe hier oben einmal meine Duschgel. Da habe ich ganz hinten dieses Palmolive mit Pfirsichduft, dieses neue. Dann habe ich hier vorne das Peach and Raspberry Smoothie von Isana, die beiden LEs. Also einmal das mit Kokos und einmal das mit Papaya. Hier vorne habe ich noch dieses kleine Shea von The Body Shop, das bin ich am Aufbrauchen. Dann habe ich hier, da sieht man so ein bisschen noch dieses feste Peeling von Alverde, den Rest. Von Balea die After Sun Dusche und von Bübchen Shampoo und Duschgel Himbeerspaß. Hier habe ich dann noch weitere Duschgele, einmal von Avego das Granatapfel, das habe ich noch nicht probiert tatsächlich. Also habe ich schon ein bisschen länger da, sollte ich mal verwenden. Dann hier hinten dran ist einmal von Isana das Pink Pool Party und von Dresdner Sense der Refresh Aroma Booster. Hier vorne ist dann einmal das One Ginger Morning, das mag ich ja super gern von Trackermoon. Das Dusch das Acai-Beere und von Nivea hier auch dieses relativ neue Zen Wipes mit Geranie und Vanille. Und hier vorne ist dann das zweite von Dresdner Sense, die Variante Happy mit Pfirsich, Mandarine, Zitrone und Holunderblüte. Hier habe ich dann so ein bisschen gemischte Sachen. Ich habe hier zu einem einmal meinen Reinigungsschaum fürs Gesicht, meine Intimwaschlotion von CD, von Balea diesen Med, dieses Med-Rasiergel aktuell. Dann von Isana das Creme Peeling Paradise Glow bin ich am Verwenden. Von Balea Dreaming of Paris, das Duschgel. Dann von Balea mein Fußpeeling, wie immer. Dann habe ich hier eins von den Dresdner Sense, mein Coffee Time Körperpeeling. Da habe ich jetzt noch 2 im Backup, bin ich der Meinung. Und hier unten ist meine Haarpflege, da habe ich zu einem ganz hinten von Avon das hat hier von der Stefanie bekommen. Das ist das Advanced Techniques, dieses mit den Ölen, Supreme Oils. Dazu verwende ich aktuell diese Lemon Squeezy Haarmaske von Balea. Dann habe ich hier von Hairbiology Anti-Frizz und Illuminate Shampoo und Spülung. Von Joyland Jojoba Apfel, Shampoo und Spülung. Die Reihen sind tatsächlich alle schon relativ gut leer, bis auf das von Avon. Und dann habe ich hier noch von L'Oréal Paris Evital Total Repair 5 Shampoo und Spülung. Ihr seht, das steht schon auf dem Kopf, damit ich den Rest rausbekomme. Und hier vorne habe ich eine kleine Haarkur, und zwar die Seidenglanz. Die habe ich erst gekauft, die möchte ich mal ausprobieren. Und wie immer hier unten meinen Duschschwamm. Genau. Das war auch schon wieder alles, was unter meiner Dusche steht. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!